Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RimWorld. Heute am Sonntag. Hoffe, das Wochenende habt ihr gut überstanden. Ich hänge ja so ein bisschen durch gerade. Irgendwie hat mich so eine kleine Erkältung erwischt. Gut, bei dem wunderbaren Wetter, was wir jetzt die letzten Tage hatten, war es ja, naja, fast abzusehen. Bei diesem wunderbaren Scheidewetter. Oder Scheißwetter. Naja, ja. Musik durch. Die Folge heute nehme ich nochmal auf. Wird für mich allerdings auch die einzige sein. Und dann die Folge, die Dienstag kommt. Da werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dran sitzen. Wenn es mir denn, oh ja, etwas besser geht. Und ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit dafür habe. So, ich bin komplett unvorbereitet in diese Folge jetzt hier gegangen. Ich weiß nicht, was wir die letzten Folgen gemacht haben. Die letzte Aufnahmesession ist auch schon fast 2 Wochen wieder her. Ja, jetzt in der Nacht, wo ich kurz vorgespult hatte, habe ich mir eigentlich nur überlegt, ich will, was Karle gerade schon macht, ein bisschen Ressourcen sammeln. Also insbesondere dann Eisen. Wo bringt er das hin? Hä? Ach, okay, er baut noch eine Lüftung. Achso, damit ich hier alle gleich versorgt habe. Okay. Ja, also so ein bisschen Eisen will ich noch sammeln. Schön, dass hier überall noch die Brocken rumliegen. Hab mal Langeweile und trag mal mir kurz hier die Brocken weg, Kralle. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Eisen will ich sammeln. Damit wir da die Vorräte auch wieder aufgefüllt haben. Und, naja, für den Winter vorbereiten ist eigentlich übertrieben, weil bei uns ist ja dauerhaftes Wachstum der Pflanzen. Also das ist eigentlich, ja, nebensächlich, was wir da machen müssen. Nahrung haben wir an sich auch schon genug. Deswegen, ja, Kralle macht's eh nebenbei. Und die zweite Sache neben dem Stahlabbau ist, dass ich eigentlich noch ein bisschen schreinern will. Schreinern sag ich schon. Hier, genau, Steinmetz. Das würde ich gerne noch ein bisschen machen, weil ich gerne eine richtige Krankenstation demnächst bauen will. Und die würde ich, wenn es nach mir geht, ja, wahrscheinlich hier unten irgendwo hinbauen. Oder vielleicht sogar hier in diese Lücke rein, weil dann können wir von da aus auch nicht mehr angegriffen werden. Hat natürlich auch nochmal seine Vorteile. Also, ja, könnte höchstwahrscheinlich der Ort hier werden, wo ich dann meine Krankenstation hinbaue. Weil dann habe ich auch das Zimmer wieder frei, wenn wir dann irgendwann mal, so Gott will, das ist ja ähnlich. Achso, Schlafplatz, Tier. Dann nochmal neue Kolonisten dazu bekommen. Ja, das ist so der grobe Plan für die nächsten knapp 20 Minuten. Beziehungsweise jetzt den heutigen Tag in-game und den morgigen Tag. Denn, ja, ihr wisst ja, mittlerweile jede Folge besteht hier aus 2 In-Game-Tagen. Das passt immer hervorragend bei zweifacher Spielgeschwindigkeit, dass man das in 20 Minuten hinkriegt. Alright, so, Irwin, was machst du? Baut Gebiet an. Gut, das ist hier unser Reisfeld, genau. Haben wir das neu gebaut erst? Nee. Oh, es ist immer so schade, dass man hier wieder rauskommt, wenn man das ewig nicht spielt. So, Karl hat sich wieder, schon wieder umentschlossen. Okay, er kocht einfache Mahlzeiten. Priorisieren mal ganz kurz. Wo ist Kralle? Da ist Kralle. Bergbau 1. Und Steinmetz macht wer? Das macht der Herr Kralle. Warum macht Colin eigentlich nicht? Eigentlich hätte er die besseren Fähigkeiten dafür. Achso, weil er unser Kunstmensch ist. Okay, verstehe. Na gut, dann sollen sie das erstmal schnell bauen. Und haben wir hier noch was in Arbeit? Nee, ne? Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Das letzte, was wir in der Folge davor hatten, war, dass wir diese Steinskulptur oder diese Skulptur gebaut haben, ne? Ja, ich glaube, das war das letzte, was wir gemacht hatten. Ja, dementsprechend kann ich eigentlich mal Handwerk kurz auf 2 machen. Bei Colin. Wo tummelt der sich denn gerade rum? Da, erntet Kartoffeln. Ah, okay. Ernte ist wieder fertig. Unschön für das, was ich vorhatte. Aber okay. Nahrung kann man in dem Spiel nie genug haben. Das hat mich auch Staffel 1 von RimWorld ja gelehrt. Immer Nahrung sammeln und so viel einlagern, wie es einfach nur möglich ist. Am besten, bis das komplette Lager einfach nur platzt und man wieder ausbauen muss. So, Colin macht jetzt hier... Okay, war ich ganz kurz mal draußen. Ach, der Bergbau auch 2.
Machen wir wieder Handwerk jetzt hier eins, Colin. So, der erntet jetzt auch Kartoffeln. Irwin forscht, macht jetzt aber wahrscheinlich auch ein bisschen Ernten. Genau. Hier wird unser Colin hier noch schnell abernten und am nächsten Tag wird er ein bisschen Gestein metzt. Was haben wir denn eigentlich in der Nähe? Also am liebsten wäre eigentlich Schiefer. Ich hatte ganz kurz mal nachgeguckt. Am meisten haben wir momentan Schiefer vorhanden, was wir schon umgebaut haben. Das wäre Granit, das wäre Sandstein. Wunderbar, Schiefer ist das Weiße, ne? Das ist Kalkstein. Wo habe ich denn Schiefer her? Sandstein, Granit, Kalk. Ach, ich habe hier irgendwas abgebaut letztens, ne? Und so eine Mauer, hier war die, glaube ich. Da war anscheinend das Ganze aus Kalkstein, aus Schiefer. Nett. So, was machen wir denn jetzt? Granit machen wir erstmal. Haben wir Granit? Ach, Granit ist auch das Einzige, was wir nicht haben. Ach, Mensch. So kriege ich nie genug Material für meine Krankenstation zusammen. Naja. So, in-game regnet's. Na Mensch, erinnert einen ja irgendwie an die Realität. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Bei mir in Berlin. Hat man die Bilder wahrscheinlich gesehen. Es ist hier einfach alles abgesoffen. Ich habe Leute gesehen, die haben sich in Badehose einfach in die Straßen geschmissen und sind durch die Straßen geschwommen. Irgendein Moderator von einem Radiosender hat sich ein Schlauchboot ans Auto gehängt und ist mit dem Schlauchboot durch die Stadt gefahren. Und irgendeiner ist so dieses Stand-Up-Paddling, also wo man quasi auf so einem Surfbrett steht mit dem Paddel und sich voran paddelt. Ja, hat er einfach mal direkt in der Stadt gemacht. War schön. Es war traumhaft hier. Erstaunlicherweise hat es jetzt irgendwann mal aufgehört zu regnen. Also dauerhaft. Aber, naja. Die Stadt konnte es auf jeden Fall vergessen. War mal lustig. Also wenn man nicht gerade draußen war und irgendwie auf Arbeit musste oder von Arbeit weg, war es eigentlich mal ganz amüsant, sich das Ganze anzugucken. Auch bei Videos. Naja. Hoffe bei euch, wo auch immer ihr gewesen seid oder wohnt in Deutschland oder auf der Welt, bei euch war es nicht ganz so extrem. Und eure Keller oder Häuser sind nicht untergegangen. Hat auch ein paar Kollegen von mir getroffen. Die haben sich in ihrer Freizeit einfach mit Wasserabpump beschäftigt. Naja, wer es braucht. Also eigentlich braucht es niemand, aber wen es trifft. Schöne Scheiße. Gut. Ah, Colin ist weiter da am... Ja, gut. Ich habe ja eigentlich die Aufträge, dadurch, dass ich jetzt Prio 1 überall gemacht habe, eigentlich schon fest verteilt, bis auf Irwin, der versucht schon wieder Muffe loszuthemen um 21 Uhr. Ja, ja. Pünktlich, wie immer. Der gute Irwin. So, es wird bestimmt wieder einschlafen. So, wir gehen mal ran. Bleib so wach. Ja. Ja. Ich weiß immer nicht, das sieht aus wie ein Fuß. Dieses Symbol. Wie so ein Fuß, der auf der Erde steht. Ach, 9%, schade. Ah, ist das das Weibliche? Naja, gut, ja. Das Frauen zu zähmen ist ja sowieso mal schwieriger als Männer. Was hat er da gesagt? Ah, Colin. Was macht der noch? Was, er ruht sich aus? Hä? Na, leg dich doch ins Bett einfach, Colin. Ist ja eh 22 Uhr. Eigentlich Schlafenszeit für dich. Also, nachdem er sich ausgeruht hat... Ah, okay, er isst noch was. Na, dann scheint einen anderen Tagesrhythmus als... Kralle und Irwin. Na gut, da wird er die Nacht dann auch wieder ein bisschen länger schlafen, beziehungsweise dann am Morgen länger pennen. Pff, unser Muffalo schläft einfach im Haus und der Hund draußen. Wobei ich eigentlich auch mal den Schlafplatz von den Tieren. Ah, diverses, ne? Nee. Möbel? Möbel. Könnte ich eigentlich auch mal hier ins Trockene verlegen. Dann müssen die hier nicht im Regen pennen. So, zack. Klappt das eigentlich noch, wenn ich ihm das jetzt hier wegmache? Ne, den Hund will ich nicht schlachten. Abreißen. Ah, sehr gut. So, da schläft auch im Trockenen der Hund. Wobei, der hat ja keine Bedürfnisse außer Nahrung und Erholung. Also eigentlich relativ Bockwurst, was wir mit dem Mutenmann machen. Also mit dem Mutenhund. Oh, hier eigentlich so eine kleine freie Fläche noch. Habe ich da noch kein Dach drüber gebaut? Tatsächlich. Na gut, das können wir dann am nächsten Mal auch nochmal schnell machen. Vier Blöcke da mit Dächern voll machen. Ja.
wie gesagt, heute der Tag oder die Folge wäre so ein bisschen administrativ. Eigentlich auch so wie die letzten Folgen. Es passiert relativ wenig. Und ich glaube, wenn ich dann am Dienstag, also für euch am Dienstag, quasi meine neue Aufnahmesession mache, bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht die Erzähler-KI hochstelle. Also von entspannt auf normal, wie wir es ja im ersten, in Staffel 1 schon hatten. In der Hoffnung, dass da, naja, ich sag mal, ein bisschen mehr passiert, als wie momentan der Fall. Ich meine, wir sind auch 42 Tage schon hier. Angegriffen wurden wir, glaube ich, zweimal. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ja, auch Karawanen hatten wir, glaube ich, auch so zwei oder drei erst. Also es passiert wenig. Sehr wenig. Wie gesagt, da dann meine Überlegung, ob ich nicht doch die Erzähler-KI nochmal hochstelle. Dass es, naja, doch mal so ein bisschen anspruchsvoller momentan wird. Also eigentlich will ich es hauptsächlich nur machen, damit ich mehr Kolonisten irgendwann mal habe. Weil jetzt hier mit drei Kolonisten an Tag 42 rumzudümpeln, puh. Ich weiß gar nicht, was hatten wir in Staffel 1? Da haben wir ja nur 16 Folgen gehabt. Also sagen wir mal so grob bei Tag, ja, wahrscheinlich auch so 30. Da hatten wir, glaube ich, 8 oder 9 Kolonisten. Gut, die sind ja dann regelmäßig immer hops gegangen, aber ich glaube, von der Anzahl her hatten wir da relativ viele schon. Und jetzt haben wir hier mit unserer überschaubaren Männerkolonie. Oh ja, erst 3. Aber werden wir in der nächsten Folge dann gesehen. So, bitte aufstehen. Es ist 5 Uhr. Erwin ist schon wach. Der wird sich wahrscheinlich direkt wieder um die Felder kümmern. Wie gut. Nachdem er geschlafen hat, ruht er sich erstmal mit den anderen aus. Es ist ganz wichtig, dass man nach dem Schlafen erstmal sich ausruht. Es könnte ja sonst zu anstrengend werden, der Tag. Kralle. Genau, der macht weiter da hinten. Und wenn er damit fertig ist, macht er erstmal Transport. Eichhörnchen könnte man eigentlich auch nochmal jagen. Was haben wir denn an Fällen? Oh, okay, Eichhörnchen haben wir nur 15. Ach nee, das ist der Rotfuchs. 11. Bär haben wir noch 53, also ein, zwei Sachen. Aber eine Sache könnte man noch machen. Ich kann uns ja mal ganz kurz hier den Zustand angucken. Okay, hier ist alles noch hervorragend. Gut, Irwin ist sowieso komplett voll. Den haben wir erst neu ausgestattet. Und auch hier sieht es auch sehr gut aus bei Colin. Also in naher Zukunft brauchen wir erstmal keine Klamotten. Das freut mich. Man könnte natürlich nichtsdestotrotz einfach vorsichtshalber schon einen Satz neue Klamotten machen. Dann hat man den Fall, dass wenn irgendwann mal Klamotten unter 50% kommen und die zerrissen werden, dass dann automatisch sich die neuen Klamotten genommen werden. Aber das ist auch der einzige Vorteil, den es hat, dass man hier Klamotten schon vorproduziert. Oder man kriegt halt einen neuen Einwohner, der kann sich dann die fehlenden Klamotten ja auch nehmen. Aber bevor das passiert, naja, glaube ich, sind eher die Sachen zerrissen, die wir momentan anhaben. Zumindest wenn es in dem Tempo so weitergeht, nicht? Gucken wir mal ganz kurz. 345. Oh, aber nix, was irgendwie viel ist. Kalkstein ist anscheinend das, was momentan am nächsten dran liegt. Ja, da haben wir nochmal einmal Kalkstein. 110. Das ist unser Muffalo. Muffalo 1. Jawohl. Hat das eigentlich schon Wolle abgeschmissen? Nee, ne? Scheint nicht der Fall zu sein. Wer ist eigentlich unser Tierzähmer? Der Irwin. Na gut, das passt ja. So, Waldo wird noch trainiert. Was hatten wir jetzt schon? Den versuchen wir ja gerade beizubringen. Den Transport. Wo sind wir denn da? Gucken, ob es erfolgreich ist. Erfolgreich. 3 von 7. Okay. Noch nicht mal die Hälfte. Wir können es uns natürlich locker erlauben. Dadurch, dass wir so viel Nahrung haben. Da können wir uns dann auch entspannt dem Tierzähmen hingeben. Muffalo. Weibliches Muffalo, komme zu mir. Sei meins. Oh. Bin durcheinander gekommen. So, komm. Wahrscheinlich. Oh, schon wieder 9% fehlgeschlagen. Mann, Mann, Mann. Ich will endlich 2 Muffalos haben. Dann können die beiden sich nämlich schön paaren.
kriegen wir noch mehr Muffalos. Und na, ich hatte es, glaube ich, in irgendeiner Folge mal angedeutet. Ich will dann so eine richtige Muffalo-Armee haben. Dass die Gegner einfach überhaupt gar nicht durch diesen Spalt kommen können, weil einfach überall Muffalos sind. Nur Muffalos. Schöne Muffalo-Mauer. Man könnte tatsächlich so eine Tiermauer errichten. Also indem man den Tieren ja einfach nur hier so eine gewisse Linie zuweist. Und man dann später genug Tiere hat, dann kann man einfach so eine komplette Mauer nur aus Tieren bauen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man an so einem Muffalo vorbeikommt. Also bei einem Huhn würde es ja normalerweise Sinn machen. Also wenn jetzt hier überall Hühner stehen, dann können die wahrscheinlich einfach durchlaufen. Aber wenn ich hier überall Muffalos hätte... Puh. Oder, was natürlich auch ganz krass wäre, dass man sich so eine Braunbären zähmt. Also einmal männlich, einmal weiblich. Und einfach so eine komplette Reihe nur mit Braunbären macht. Die dann auf aggressiv stellt. Und dann einfach jeden Gegner angreift, der hier kommt. Oh, ich glaube, wenn ich ganz viel Langeweile habe oder hätte, dann würde ich das sogar machen. Das wird allerdings wahrscheinlich, also in-game, bestimmt so 3-4 Jahre locker dauern. Bis das dann alles auch so realisierbar ist. So, was macht Kralle schon wieder? Er trägt Bären. Ja, wo wir gerade beim Thema Bären waren, ne? Kommt mir das nur so vor, da läuft der ganz schön langsam. Das kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Es regnet einfach dauerhaft, auch hier. Mann, 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 das Spiel ist einfach zu realistisch. Colin ist hier weiter am Ummodellieren. Ja, 140. Damit kann man langsam schon mal in die Planung des Gebäudes gehen. Wobei, jetzt muss ich kurz gucken. Wir haben hier Granit. Das haben wir ja schon für die Blöcke, für den Gehweg. Oh, okay, das ganze Granit ist weg. Granit wird auch gerade umgebaut. Modelt, wa? Ja, ach, schön. Nice, ist das auch noch umsonst. Naja. Kriegen wir unser Gehweg immer mal fertig. Sind die Wege etwas schneller hintereingebracht. Oh, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Oh. Oh. Ach, Entschuldigung. So, Urban trainiert wieder. Schön, 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 schön. Erfolgreich 4 von 7. Nice. Was hat denn jetzt für eine Stufe schon? Tiere 7. Naja, ist hier fortgeschrittener Amateur oder was? Erfahrener Praktiker. Was ist denn hier fortgeschrittener Amateur? Amateur, die 5 ist dann. Fortgeschrittener Amateur. Ist wirklich die beste Beschreibung für eine Fähigkeit. Hier haben wir wahrscheinlich, ja. Erfahrener Amateur, so hieß es. Erfahrener Amateur, Wahnsinn. Also wer sich die Wortschöpfung ausgedacht hat, Heidenrespekt dafür. Okay, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll vom Nahrung tragen. Jetzt holen wir uns hier ganz kurz nochmal den ganzen Stahl. Ach, die Wege, es dauert so lange, bis man hier durch diesen Modder kommt. Verstehe nicht, warum man einfach nicht hier den kleinen Bogen macht. Laufgeschwindigkeit 52. Naja, gut. Ja, die KI wird schon wissen, was der schnellste Weg ist. Zwei so eine Dinger gerade. Schafft er gerade mal wegzutragen. Ah. Ja, gut. Dann werde ich am morgigen Tage wahrscheinlich auch damit beschäftigt sein, hier so ein bisschen was wegzutragen. Und. Ah, ich glaube, Colin werde ich auch gleich mal nochmal ändern. Der macht auch nochmal Transport schnell. So, Bergbau können wir wieder auf 2 machen. Und Colin macht jetzt die letzten 2 Stunden auch nochmal so ein bisschen Transport. Ich habe mir ja wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich auch demnächst mal wieder ein paar Granitbrocken hier in unser Abfalllager bringen, dass die Wege tatsächlich nicht so weit sind, wie sie momentan sind. Also, gut, jetzt weiß ich auch nicht, warum er sich die Brocken von hier unten holt. Ich glaube, der ist deutlich näher dran. Aber okay. Wie gesagt, die KI wird schon wissen, was sie macht. Im Gegensatz zu mir. Wenn forscht. Na gut, Forschung geht auch so langsam voran. Können wir auch noch mal ganz kurz gucken, was er bei Forschung schon hat.
Geistige Arbeit 4. Ach, da hätte ich auch gern noch einen neuen Kolonisten, der halt wirklich deutlich besser ist, was die Forschung betrifft. Okay, Kralle muss auf jeden Fall kochen. Wir haben keine richtige Nahrung mehr. Also einfache Mahlzeiten. Das hat natürlich keiner mehr gemacht. Jetzt haben sie alle nur die trockenen Früchte oder Kartoffeln gefressen. Oder das trockene Fleisch. Oder rohe Fleisch. Weiß ich nicht, ob sie sich das auch antun. Ach, ja. Es ist wieder wenig passiert in dieser Folge. Und ihr seht, alle Kolonisten begeben sich wieder Richtung Bett. Ja, das gleiche wird für mich auch gelten. Sie haben es ja nicht mal geschafft, hier den Berg, das Dach zu bauen. Na gut, das werden wir auf jeden Fall dann in der morgigen oder übermorgigen Folge, also für euch dann die nächste Folge machen. Ja, wie gesagt, war wieder sehr administrativ das Ganze. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich die Folge nennen will oder werde. Vielleicht Wintervorbereitung, wobei es ja eigentlich Wurst ist, weil bei uns gibt es keinen richtigen Winter. Ja, egal. So, ich bedanke mich erstmal bei euch. Oh Gott, bin auf jeden Fall richtig durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich mach's kurz. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.